Ich kenne mich hier irgendwie gefühlt überhaupt nicht mehr aus. Vielleicht einfach noch mehr Kaugummis? Er hat meine Münze verschluckt. Er hat meine Münze okay, verschluckt. Kriegen wir keine mehr. Das will ich nicht durchschneiden. Ja. Oh, den Gleis habe ich nicht gesehen. Kann ich irgendwas kleben? Kann ich die Baumstämme klebrig machen, sodass er den halt nicht wirklich schmeißen kann? Der Kleber nützt dir nichts. Nee. Der Kleber nützt dir nichts. Ein Versuch war's wert. Ich wollte nur mal schauen. Ich würde halt jetzt wirklich versuchen, ob wir nicht die Baumstämme vollkleben können. So als Notlösung. Ich meine, bei dem anderen Piraten, es war halt auch, ne? Wir mussten sehr trickreich sein. Das ist auch jetzt bestimmt auch. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Der Kleber nützt dir nichts. Der Kleber nützt dir nichts. Sumatra Gummibaum. Gestiftet für Puerto Pollo von unserer Schwesterstadt auf Sumatra, Vacaville. Dieser Baum ist der einzige seiner Art in der gesamten westlichen Hemisphäre und steht als immerwährendes Symbol für die Freundschaft zwischen unseren beiden Städten. Aha. Und hier? Karibischer Gummibaum. Einer der vielen Gummibäume, die in der gesamten Karibik verbreitet sind und als Rohstoff zum Schiffbau benutzt werden. Machen kann ich damit aber nichts. Nicht bewegen. Also einen kleinen Tipp würde ich nehmen. Er soll es halt nicht verraten. Eine Hilfestellung. Aber sonst, ich bin hier irgendwie... Das war halt... In meinem Kopf hat das Sinn gemacht. Was? Buchablage? Trianguliertes Kreuzfeuer. Das ist die Lösung. Was? Nein. Uhrenturm. Guten Tag. Beim nächsten Ton ist die karibische Standardzeit 10, 20, 1 und 20, 9 Sekunden. Piep. Okay. Ich kann das von hier oben alles nur anschauen. Für darstellende Künste. Aber machen kann ich halt nichts. Was ist der Trick? Wird nicht funktionieren, oder? Dass die leichter sind? Ich kann einen Ballon nicht damit benutzen. Kannst du nicht. Das muss nicht beschwert werden. Ja, jein. Irgendwie ja schon. Der Zauberstab hat keine Wirkung darauf. Es gibt noch einen Weg. Der einzige Weg, den ich sonst noch gesehen habe, wäre der bei den Docks. Aber da war nichts. Ich guck einfach nochmal. Also hier runter würde ich jetzt vermuten, kommen wir nicht. Nee, da läuft er gleich automatisch hier rüber. Oder komme ich hier durch?
Das war ein sehr guter Tipp. Hat nicht zu viel verraten, aber hat sehr geholfen. Und. Würde ich gerne mitnehmen. Macheten kann man auf jeden Fall brauchen. Was mag denn das Schild bedeuten? Kreuzende Schlangen. Welchen Schaden könnte denn eine Schlange? Komm, das ist eine Schlange. Nun, das ist nicht gut. Ja, ich find's jetzt auch nicht zu schlimm. Sie wird die Blume allein nicht mögen. Okay, die Blumen alleine mag sie nicht. Kaugummi nützt dir nichts. Willst du den Kaugummi? Kaugummi nützt dir nichts. Die Blume allein. Der Kleber nützt dir nichts. Nee. Aber die Blume allein mag... Die Blume allein halt auch nicht. Kann ich... Der Zauberstab hat keine Wirkung darauf. Hätte ja sein können, dass ich den Kiefer so aufklappen kann. Ich möchte das nicht feststecken. Und ob ich das möchte? Ich kann den Skelettarm nicht damit benutzen. Und das kann ich gerade nicht lesen. Diese menschenfressende Schlange. Dieses fantastische Reptil ist eines der gefährlichsten und schönsten Raubtiere von Plunder Island. Aha, klar. Ja, genau so. Ich komme nicht dran. Ja, das wird jetzt aber immer noch so sein. Ich weiß nicht, wie man die Blüte damit mischen kann. Sie wird die Blume allein nicht mögen. Sie wird die Blume allein nicht mögen. Ja, ist schon klar. Ich weiß nicht, wie man die Blüte damit mischen kann. Die Blume allein wird sie nicht mögen. Ich weiß nicht, wie man die Blüte damit mischen. Ich weiß nicht, wie man die Blüte damit mischen kann. Ich kann die Blüte nicht mischen. Ich weiß nicht, wie man die Blüte damit. Ich weiß nicht, wie man die Blüte damit mischen kann. Das muss nicht beschwert werden. Also ich möchte mich schon beschweren. Das wird dieses Kerlchen nicht im Geringsten interessieren. Er hat gesagt, diese Schere kann alles schneiden. Alles. Und wir wissen ja, es ist schon die Blüte, aber... Aber wie? Der Handschuh funktioniert damit nicht. Der Handschuh funktioniert damit nicht. Schlund des Lebens. Kannst du mir zu den Cornflakes vielleicht einfach noch was sagen? Ich kann nicht sehen, was das ist, aber ich wette, es ist eine Schachtel voll mit Kleiemüsli, mit dem höchsten Nährstoffgehalt, den man rezeptfrei bekommen kann. Woher weiß er das? Was ich gehört habe, ist, dass sie jetzt noch mehr Geschmack von lebenden weißen Mäusen beigefügt haben. Weiße Mäuse, also es ist das Müsli. Wie kriege ich die Schlange dahin? Ich weiß nicht, wie man die Blüte damit mischen kann. Ja. Ich weiß nicht, wie man die Blüte damit mischen kann. Ich weiß nicht, wie man die Blüte damit mischen kann. Schlangenex. Schlangenschlagstock. Ich weiß nicht, wie man die Blüte damit mischen kann. Sie wird die Blume allein nicht mögen. Ich weiß nicht, wie man die Blüte damit mischen kann. Wie komme ich hier wieder raus? Das ist nur zum Lesen gedacht. Ja, ein Versuch war es wert. Kapitel 2. Fußeisen oder Prügelstrafe? Die jahrhundertealte Frage. Und Kapitel 3? Kapitel 3. Meerjungfrauen oder Mantarochen? Macht das wirklich einen Unterschied? Ja, Rätsel auf begrenzten Raum, das ist... Puh. Ich kann ja eigentlich auch wirklich nur mein Inventar nutzen, weil ich komme ja nicht raus. Ich kann einen Ballon nicht damit benutzen. Warte, als ob dein Fabergé-Ei ist. Ich weiß nicht, wie man die Blüte damit mischen kann. Wirklich?
Ich weiß nicht, wie man die Blüte damit mischen kann. Der Kleber nützt dir nichts. Das muss nicht beschwert werden. Es ist ein unbezahlbares, zerbrechliches Fabergé-Ei. Ja. Es ist zerbrechlich. Beschweren kann ich nicht. Das muss nicht beschwert werden. Nee. Natürlich nicht. Aufschneiden kann man es auch nicht. Nicht durchschneiden. Ich habe das echt nicht gesehen. Aber ich bin manchmal auch wirklich blind. Staubsaugerzuge? Jede Menge Zeug. Ich nehme einfach alles. Okay, jetzt haben wir also wirklich alles. Sehr praktisch. Das würde mir nicht aus dieser Schlange heraushelfen. Pfannkuchensirup. Ich würde das hier gern lesen. Wenn die in die falschen Hände geraten würden. Oh, Pfannkuchen und Sirup. Die Pfannkuchen sind bereits teilweise verdaut. Sirup würde nicht mehr helfen. Naja. Das würde mir nicht aus dieser Schlange heraushelfen. Das würde mir nicht aus dieser Schlange heraushelfen. Alte Telefonbücher, Staubsauger. Jetzt bin ich nur noch mehr verwirrt. Die muss doch Hunger haben. Kaffee. Das würde mir nicht aus dieser Schlange heraushelfen. Würde es also nicht. Was ist das für ein Buch? Enzyklopädie. Es ist Band C und er ist größtenteils verdaut. Ich kann nur Seite 243 lesen. Ein Kompass ist ein magnetisiertes Metallstück, welches in einer Flüssigkeit schwimmt. Was für ein völlig belangloser Schund. Wirklich? Das bringt mir gar nichts. Eine Ersatzreifen, Eier. Eier zu Eiern? Das würde mir nicht aus dieser Schlange heraushelfen. Das würde mir nicht aus dieser Schlange heraushelfen. Der Kleber nützt dir nichts. Nicht? Der Kleber nützt dir nichts. Das würde mir nicht aus dieser Schlange heraushelfen. Okay, ich glaube, das ganze Zusatzzeug hat es nur noch schlimmer gemacht. Dampfender heißer Kaffee würde da nicht helfen. Nicht? Warte, dampfend heiß? Das würde mir nicht aus dieser Schlange heraushelfen. Das würde mir nicht aus dieser Schlange heraus... Das würde mir nicht aus dieser Schlange heraushelfen. Wir haben jetzt wirklich nur den Schlangenkopf, sonst ist da nichts. Das Schild bringt mir nichts. Hä? Das würde mir nicht aus dieser Schlange heraushelfen. Ja, okay. Ich komme nicht dran. Muss ich nicht auch langsam wieder Hunger haben? Das würde mir nicht aus dieser Schlange heraushelfen. Der Zauberstab, der Zauberstab hat kein Zauberstab, der Zauberstab. Ich krieg einfach mal alles durch. Der Zauberstab, der Zauberstab, der Zauberstab, der Zauberstab, der Zauberstab, der Zauberstab, der Zauberstab hat keine Wirkung darauf. 50% der Lösung. Ja, die Blume. Ich weiß nicht, wie man, 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 es ergibt Ipecac-Sirup. Erscheint logisch. Was? Ja, kotz mich aus. Nein, nicht nach da unten. Puh, das war aber knapp. Als ich von dieser Schlange gefressen wurde, war ich mir sicher, dass es vorbei ist. Ja, ich glaube, das ist die richtige Lösung. Jetzt sicher bin. Hey!
Wackel nicht rum, sonst sinkst du nur noch tiefer. Warte mal, der Treibsand zieht mir all die tollen Sachen aus der Tasche, die ich in der Schlange gefunden habe. Nein! Das ist ja ein seltsames Gefühl. Aber bitte nicht... Okay, die Karte haben wir noch. Ein Glück. Hier. Ich glaube nicht, dass sie das mögen würde. Warum denn nicht? Es sind... Von Plunder Islands Einheimischen entdeckt wurde dieser Strauch nach einem Wort der Eingeborenen benannt, das so viel wie Autsch bedeutet. Ich meine, ich finde das gut. Ich komme nicht dran. Ja, natürlich nicht. Nein. Treibsandgrube. Treibsandgruben dieser Art sind überall auf Plunder Islands Wanderwegen verbreitet. So manch unaufmerksamer Reisende saß plötzlich in der Falle und war unfähig zu entkommen. Oh, oh, oh. Ist da jemand, der mir bitte helfen kann? Ich versinke. Na, grundsätzlich kann auch super lang die Luft anhalten. Ja, danke dafür, ne? Schilfrohre, kann ich nehmen? Die Nadel ist zu klein, ich könnte sie verschlucken. Aber es wäre ein cooles Blasrohr. Der Zauberstab hat keine Wirkung darauf. Komme ich damit an den Stock? Nein. Ich kann das Schilfrohr damit nicht benutzen. Also ich würde es halt gerne mit mir selber benutzen, wenn ich komplett untergegangen bin. Vorher? Stehe ich jetzt irgendwie wieder ziemlich blöd da. Heilsranke. Arborealis Deus Ex Machinas. Diese Art von Ranke ist wegen ihrer Stärke und ihrer Fähigkeit überall nur nicht da zu wachsen, wo sie am meisten gebraucht wird, bemerkenswert. Ja, ist mir aufgefallen. Ich habe nichts zu sagen. Doch, zum Beispiel, bring bitte den Sieht Stock. Sieht gefährlich aus. Ach, Papa Pichu, ich habe den... Ich hab den Dorn. Nett, ein Weltklasse-Blasrohr. Ich glaube nicht, dass sie das mögen würde. Aber auf wen denn sonst? Die Kletterpflanze zu erschießen bringt nichts. Vielleicht mich selbst? Selbst wenn ich den Ast damit treffen könnte, würde es nichts nützen. Aber was denn dann? Kann ich damit noch irgendwas machen? Die Nadel ist zu klein, ich könnte sie verschlucken. Also wir haben Blasrohr, was ich grundsätzlich schon ziemlich cool finde. Ich kann mich in diesem Treibsand nicht bewegen. Wenn ich um mich schlage, sink ich nur noch schneller. Aber du hast ein Blasrohr. Da kannst du auch einatmen mit. Rein theoretisch. Komme ich mit der Schere dahin? Wenn ich unter Stress stehe, kann ich nicht zielen. Ich könnte daneben treffen. Okay. Das will ich nicht durchschneiden. Das will ich nicht durchschneiden. Ja. Das will ich nicht erschießen. Selbst mit dem Skelettarm komme ich nicht dran. Verdammt. Selbst mit dem Skelettarm komme ich nicht. Ich glaube nicht, dass sie das mögen würde. Ja. Das ist alles Treibsand. An den Ast komme ich nicht ran. Da komme ich nicht ran. Auch wenn es die lebensrettende Kletterpflanze ist. Schilfrohr haben wir, die Dornen haben wir. Ich will das auf das Hühnchen benutzen. Ich glaube nicht, dass sie das mögen würde. Die Kletterpflanze zu erschießen bringt nichts. Selbst wenn ich den Ast damit treffen könnte, würde es nichts nützen. Ich glaube nicht, dass sie das mögen wird. Mag das Hühnchen vielleicht Kaugummis? Nein, das ist nicht gut für ihre Zähne. Kaugummi nützt ihr nichts. Das ist wirklich unmöglich. Ich kann einen Ballon nicht damit benutzen. Ich habe doch bestimmt wieder irgendetwas übersehen. Ja, nicht wirklich.
Treibsand, ja, schön. Kann ich irgendwas mit dem Treibsand machen? Das muss nicht beschwert werden. Ich hätte gern zugeschaut, wie er versinkt. Der Kleber nützt dir nichts. Also auch nicht. Ich kann einen Ballon nicht damit benutzen. Ich will halt irgendwie auch die Luftballons hier um jeden Preis loswerden, ne? Das Huhn ist weg. Wo ist das Huhn hin? Sollte das Huhn weg sein? Das will ich nicht erschießen. Hä? Ich habe nicht mal mitbekommen, als es gegangen ist. Hühnchen? Hühnchen, hallo? Aber... Der Handschuh funktioniert damit nicht. Ich kann mich in diesem Treibsand nicht... Der Handschuh funktioniert damit nicht. Was mache ich denn jetzt?